Hey, hey, wie geht's euch, ihr Dämonenjäger? Willkommen bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar zu Hellboy, Web of Wild. Ein neues Lizenzspiel zu Hellboy, einem meiner persönlichen Lieblings-Superhelden. Einfach weil er so anders ist. So. Er ist einfach Dämon, der Dämonen jagt und Nazis aus dem Maul haut. Also für mich nochmal ein Grund, ihn zu mögen. Und ich finde vor allem auch den Artstyle der Comics sehr geil. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dieses Spiel hält sich vom Artstyle her sehr nah an die Comics. Also das, was wir jetzt hier optisch sehen werden, entspricht den Comics schon so ziemlich originalgetreu. Und ich finde es halt auch geil, dass wir jetzt Animal Hellboy Spiel kriegen, was jetzt der Vorlage gerecht wird, ist schwierig zu sagen. Es gab mal irgendwie eins, das habe ich auch irgendwie im Regal stehen. Science of Evil hieß es, glaube ich. Ist eigentlich auch ein ganz gutes Spiel. Habe ich aber leider nie durchgezockt. Zu meiner Schande muss ich gestehen. Aber vielleicht können wir das ja noch nachholen nach diesem Titel. Auf jeden Fall, heute, wo ich das aufnehme, der 18.10. Gestern kam ich aus dem Urlaub frisch zurück. War noch etwas geplättet und heute ist das Spiel erschienen. Ich habe es nämlich schon mich sehr darauf gefreut, hab's auf die Wishlist auf Steam gepackt und mir direkt gekauft und ja. Ich weiß nur, dass es ein Roguelike sein soll. Das heißt also, wir werden natürlich wieder Elemente haben, die wir, wie wir sie bei anderen Roguelikes halt auch haben. Das heißt also, wenn ich sterbe, wird im Prinzip die Area zurückgesetzt und die Gegner neu verteilt. Alles, was ich bisher dann eingesammelt habe, bleibt bei mir. Es ist halt kein Souls-like, sondern halt ein Roguelike. Und jetzt würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel. Let's go. What are we dealing with here? Four psychic spikes measured at over 180 BPUs. Italy, Russia, Scotland and the US. We've managed to contain the effects so far. So why the heck am I flying to Argentina? The spikes held a coded message, coordinates. They point to a large abandoned building just outside of Bariloche. Roberts began reconnaissance at 18:30 hours, but we've heard nothing since. Lucky Roberts? Damn. Your job is to find Roberts and investigate possible links between this location and the spikes before they cause any further repercussions. That's a fun word. Who's on site? We're stretched pretty thin. You gave me Tatler as coordinator again, didn't you? She put together a good team at short notice. Be nice. You should tell her that. She hates me. You should prepare yourself. Once you land, you're going straight in. Straight in where exactly? You'd never believe me if I told you. Altman? Tatler? I'm in. Transport device seems to work. I'm standing in what looks like the world's suckiest rent fair. No sign of Lucky. Can you guys even hear me? Anyone? Okay. They're coming in loud and clear. The feedback from Lucky's cops. You're breaking up. Okay, jetzt kann ich kurz reden. Ja, was soll ich noch sagen? Genau. Wie gesagt, der Stil orientiert sich sehr nah an den Comics, ne, was ich sehr gut finde. Und ich glaube, Hellboy hat einen neuen Sprecher, beziehungsweise es gab ja die Filme, die Live-Action-Filme zu Hellboy. Drei Stück gibt es insgesamt. Zwei von Guillermo del Toro. Und der dritte weiß ich nicht, das war quasi ein Reboot mit Mila Jovovich als Antagonistin, was jetzt irgendwie nicht so cool war. Also jetzt nicht wegen ihr, aber so allgemein die Story war ein bisschen komisch und weiß ich nicht, hat mir nicht so gut gefallen. Und es gibt auch zwei oder ich glaube drei, ich bin mir nicht sicher, was das angeht, ne? Animationsfilme zu Hellboy.
Die würde ich euch eher raten anzuschauen, falls ihr noch nichts von Hellboy gesehen oder überhaupt Plan habt, was oder wer Hellboy überhaupt ist. Die Filme von Guillermo del Toro sind auch sehr zu empfehlen, haben schon ein bisschen Alter auf dem Buckel, aber finde ich, sind immer noch, was Superheldenfilme angeht, für mich eine der besten. Weil sie haben einen sehr außergewöhnlichen Style und den mag ich sehr. Wirkt halt nicht so wie Marvel alles so hochpoliert und das CGI so hochglänzend, sondern ja, es hat ein bisschen Ecke und Kanten und das finde ich halt sehr geil. Bewege dich. Was? Wegen A. Wir haben so eine Dash-Funktion, wenn ich auf A drücke auf dem Gamepad. Geil. Okay. Wir werden wahrscheinlich auch noch gleich erfahren, wie man kämpft. Dazu gab es auch nochmal einen eigenen Trailer, den man sich auch auf der Steam-Webseite bzw. auf Steam anschauen kann. Habe ich erstmal ein bisschen reingeloont, aber ich habe mich jetzt nicht im Detail darüber informiert, wie man hier kämpft. Das ist halt am lebenden Objekt, wenn dann halt es soweit ist, besser zu begutachten, wenn ich jetzt irgendwie in eine Kampfsituation gleich komme. Hier, bam, leichter Angriff auf X. Zack. Reality seems pretty stable right now. But this tethered doohickey looks ready to crap out on me. Hate to think how Lucky's doing without one. Stabilize it, Grace. Yeah, I get it. Don't break the tether. Ja, Hellboy greift an mit seinem Arm, den er da hat, auf rechts. Das ist quasi sein Steinarm. Der hat noch einen besonderen Zweck in der Story und ansonsten nutzt er halt Knarren. Und er ist halt sehr stark und robust und agil. Also eine laufende Kampfmaschine, wenn man so will. Aber ich finde, was in den Filmen sehr gut rübergekommen ist, was in den Comics später auch passiert, ist dann, dass Hellboy auch eine sehr verletzliche Seite hat, weil er ist halt ein Dämon, er kann das halt nicht ändern, was er ist. Und wird von den dunklen Mächten halt für seine Zwecke missbraucht, so gesehen. Hi? You trespass upon the word. Hey, it wasn't exactly a sign. Look, tell me where my friend is and we'll be gone before you know it. Ja, das wird sie, glaube ich, nicht so einfach wollen, dass wir hier einfach so schnell die Fliege machen. So, der Spieler ist schon längst vorbei. Nee, ich finde Hellboy, wie gesagt, als Charakter sehr interessant und das gefällt mir halt. Oh, come on. Really? Guys, welcome to community inbound. You shall never leave this place. Great. Now you tell me. Ah, okay, jetzt habe ich das gecheckt. Wenn ich A gedrückt halte, kann ich rennen. Ansonsten macht er hier so einen Dash-Angriff. Wie ich mit der Knarre angreife, weiß ich noch nicht. Jetzt weiß ich auch, wie ich mich schützen kann. So. Und so anscheinend kann ich mich fokussieren auf einen Gegner und kann dann Ausweichattacken ausführen. Das ist halt für den Kampf sehr wichtig, weil noch habe ich keine Lebensanzeige, aber ich glaube nicht, dass wir viel aushalten. Deswegen, lieber vorsichtig sein. Ja, fokussieren, das habe ich ja eben schon gehabt. Oh, crap. This guy is big. Altman, tell Tedler I can see why Lucky might have had problems. Fool or protagonist? Let us see. You're really starting to piss me off, you know that? Your soul will remain here forever. Enjoying the warp and weft of the world. Wäre ja nicht so geil, wenn ich hier ewig gefangen wäre. Nope, not gonna happen. I got things to do. Eben. Gut, ich kann das Ding angreifen, aber es passiert nichts. So, jetzt haben wir eine Lebensanzeige. Unten links seht ihr das. Das Herz und dann der Handschuh. RT. Okay, RT, aber es passiert nichts. Das ist wahrscheinlich noch für später relevant, aber aktuell kann ich auf RT nichts tun. Vielleicht ist es eine Special Ability, die dann erst freigeschaltet wird im Laufe des der Storyline. Das kann natürlich auch sein. I don't know.
wieder so einer. RB zum Blocken. Ich hab gekontert. Bam. Okay, I'm done. Now, how about you tell me where Lucky is? You wish for a role then? What shall it be? Fool, perhaps? I'm not even gonna answer that. So. Kann rückwärts ausweichen. Ja. Man kann, glaube ich, in jede direktionale Richtung ausweichen. Wichte können zerschmettert werden um etwas Zähigkeit. Ja. Ach, Zähigkeit ist wahrscheinlich die Dings. Diese zwei gelben Kristalle, die ich da unten links habe. Das könnte wahrscheinlich sein, wenn die aufgebraucht sind, dann nehme ich wahrscheinlich erhöhten Schaden oder so ein Käse. Die Einblendungen gehen halt so schnell weg, ich check das nicht. Kann das so schnell gar nicht lesen. Kann mich ja nicht irgendwie auf mehrere Sachen irgendwie gleichzeitig konzentrieren, vor allem wenn ich mich auf Gegner konzentrieren muss und das Spiel ja noch nicht kenne, ne? Ich muss auch A gar nicht gedrückt halten. Ich muss einfach nur A gedrückt halten für einen kurzen Moment und dann läuft Hellboy automatisch. Wenn ich den Stick dann entsprechend in die Richtung drücke, läuft er dann weiter. Congratulations, mortal. I am Scheherazade. Storyteller, weaver of the weird, the condemned one reborn from the spinning of a thousand tales. Neither wife nor husband, but spouse to Shahryar. Yeah, good for you. Where's my friend? You have earned the role in this tale. What the hell? I mark you. Protagonist. As such, you may return to your world. Take your friend. He lies yonder. I must leave, but I shall follow your tale with interest. Ja, zu Hellboys Gegnern zählen ja auch immer irgendwelche Zauberer, Dämonen, Hexen, was weiß ich alles. Also Hellboy hat im Laufe der Comics schon gegen viele Gegner gekämpft. Und alles, was komisch und weird und bösartig ist, existiert in der Welt von Hellboy und der haut diesen einfach nur aufs Maul. Ja, da ist jemand. Guys, I found Lucky. He's in bad shape, but Hellboy. Hey, hang in there, buddy. Gotta figure out how to get you out of here. I can't move. Give me a sec, buddy. I'll think of something. I got incoming. Sounds real big. How do we get out of here? Do what? That sounds like a really bad idea. Damn it, I don't have a better one. But grab my hand, Lucky. Time for you to live up to your name. Get back! Medic! That's really all I remember. Bottom line, the word is causing the spikes, I'm sure of it. I need to get back in there. You are on armory duty until further notice. What the hell were you thinking? I guess my precog failed. I didn't think I was at any risk. Yes, I'm aware of your particular talents, but that was stupid. You entered the chamber without authorization. Your rescue op nearly cost us two agents. You should thank the Lord I don't kick your ass all the way back to Idaho. Hellboy, the entity you spoke to. Friendly or not? Scheherazade? Hard to say.
First, I assumed they ran things, but then something spooked them. Whatever it was sounded real nasty. We got the hell out of there. So, let me summarize. We have no idea what this house or the word has to do with the spikes. And we still don't know why we were led here. That is not acceptable, gentlemen. When do our folklore experts arrive? They were supposed to be here 4 hours ago. For now, you're on your own. Now get back in there and find out what's going on. Dismissed. Okay, sehr hilfreich, das Ganze mit dir zu reden. Hast du sonst noch was zu sagen? First of all, good work getting Lucky back, Hellboy. Shows you can obey orders when you put your mind to it. Keep going like that, and we'll get on just fine. Thanks. However, we still don't know what this house has to do with whatever's causing those spikes. Why there was a signal directing us here. Or anything else, for that matter. So yeah, we do need you to go back in. Like it or not. Yeah, I get it. All right then. Dismissed. Okay. Dann gucken wir uns mal weiter einfach um, würde ich sagen. Was ist das hier? Kann ich mir nicht anschauen. Ups. Okay, irgendeine Maschine, von der wir keine Ahnung haben, was sie macht. Okay, das scheint irgendwie auch zur Maschine selbst zu gehören, aber keine Ahnung, was das soll. Ich muss auch sagen, ich finde die Musik, so den Soundtrack bisher eigentlich ganz, ganz passend. Sehr cool. Hat so diesen, wie soll ich es nennen, investigativen Charme. So. Hey, Altman. Thanks for fixing the tether. I was a little rough on it. De nada. Good as new. Better even. Should be a lot more stable now. Although there is a quirk to these devices. Why am I not surprised? So, you know that if the tether breaks, you return to the exit chamber, right? Well, if the tether breaks and there's no active chamber to return to, it's bad. Define bad? Well, the tether doesn't know where to return you to, so imagine falling, screaming into a bottomless pit forever. That kind of bad. How about we make sure that doesn't happen? I can try, but don't sweat it. Could be worse. How exactly? Could be me going in there. Okay. Mut machen können sie einem auch. Spikes Alpha through Delta now exceeding 190 BPU. Getting reports of power outages in... Oh geez, that's not good. Ja, damit wollte er uns wahrscheinlich nochmal darauf hinweisen, dass dieses Band eine Connection ist, wenn wir irgendwie in den anderen Welten umherstreifen. Und es durchaus sein kann, dass wenn das Band reißt, wir natürlich wieder von vorne starten müssen. Das ist halt die Roguelike-Funktion dieses Spiels erklärt, worum es hier so ein bisschen geht. Okay. Sprechen wir mal mit Lucky. Oh. Hey, Red. Sorry, I'm still a bit out of it. Thanks for saving my ass. Not a problem. How's Armory doing? Boring. Anything taken from our world into the word degrades super fast. So, no weapons? It's just bad language and knuckles? No. Altman rigged a fix for us. See, things in the word release energy when they die. Your tether captures that energy. And we can use what you collect to reinforce our equipment so it doesn't just fall to pieces. Altman calls it synchronizing. So the more bad guys I take down, the more goodies I can offer you here. Want to take a look at what's available now? Ja, zeig mir mal, was du hast. Könnte ja nicht, könnte sich auf jeden Fall lohnen. Okay. Kann aber nicht mit ihm interagieren. Irgendwie scheint das gerade nicht zu funktionieren. Wollte nämlich gucken, was er vielleicht irgendwie für mich hat, aber ach, da! Synchronisiere Buab. Boah, was könnte ein Buab heißen? Bad. Pistole freischalten 5. Ah, rechts haben wir eine Anzeige mit
mit deiner Ressource. Die ist wahrscheinlich dafür gedacht. Ein Trainingsraum unter der Waffenkammer ist ein guter Ort, mit neuen Ausrüstungen zu üben. Pistole ausrüsten. A pistol. Jetzt haben wir die Knarre auf Y. Pistole verbessern. Pistole Level 2. Erhöht den Schaden an der Betäubungsleiste des Ziels. Die Level 4. Was? Abgeschlossen? Erhöht den Schaden. Ja, alles klar. Ja, können wir halt noch nicht verbessern. Uns fehlt noch ein bisschen Material. Trainingsraum? Weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dieser Tauchraum ist der Ausgang für das Weird. Wide. Into the Wide. So, dann sprechen wir nochmal mit ihr. Isn't this house beautiful? It was built in the 40s by Pascual Deneveux, a French occultist. He disappeared 5 years ago and hasn't been seen since. The house was abandoned. And now it's a local legend. The Butterfly House. Look around you. There's no vandalism, no wildlife. It just remained like this, untouched. And kind of creepy. Oh, I like it. I can hear history speaking to me here, you know. Psychometry, right? Mm-hmm. When I touch things, this little box whispers secretos. Anything useful so far? Not yet, but it is a big house. Hey, if you find anything in the word, bring it to me, okay? Once I touch it, who knows what we could learn. Sure thing. Glad to have you on the team. Okay. Besser als wenn wir was finden, gehen wir mit ihr. Gehen wir damit zu ihr. Okay, und damit kommen wir wieder zurück. Okay, es ist klar, ich finde das irgendwie ganz geil, wie sich der Raum einfach verändert hat. Hinabtauchen. Altman, I'm going back in the chamber. Roger that. Ja, okay, die Animationen sehen echt gut gemacht aus. Und dadurch, dass es so einen Cell-Shading-Style hat, ist es natürlich so, dass das Spiel zwar in 60 FPS läuft, aber manche Animationen halt so ein bisschen langsam und abgehakt sind. Das gehört halt zum Style dazu. Unlike travelers past, you will find little aid or wisdom here. Our master does not tolerate heroic tales of ascension. Only rage and death. I fear your journey will end at the Faithless King. That your boss? Sounds like a fun guy. So I guess we still got skeletons. Peachy. Ach Red, womit hast du denn gerechnet, was hier auftauchen wird, ganz ehrlich? Das. Die Nornen schenken dir Segen aus dem Weird, um dir zu helfen. Segen. Greetings, Protagonist. A hero, perhaps? Or mayhap you already were. It is confusing. Yeah. Forgive my rudeness. I will be Skald, Norn, Cutter, and Crone of the Word. It is not my task to aid or impede, but you deserve the blessings I gave. Or will in time. It is confusing. Totally agree. Okay, wir können uns jetzt einen Segen aussuchen, wahrscheinlich für diesen Run. Die Norne, welche die Zukunft, das Ende und die Schuld verkörpert, glaubt, dass die Weisen bessere Chancen schaffen und in jeder Situation Reichtum finden. Vermögen auch erhöht die Menge der temporären Währung, die von Feinden fallen gelassen wird. Wie die wendende Aura. Es besteht eine Chance, dass Feinde Heilgegenstände anstelle von temporärer Währung fallen lassen. Oh, wir nehmen die Währung. Wenn ich mehr Kohle habe, kann ich meine Waffen verbessern. Beziehungsweise mehr aufpimpen und somit. Ah. Das war nicht gut. Pass auf deine Umgebung auf, ja. I try.
So, hätten wir geschafft. Da liegt was. Ah, ich habe noch was eingesammelt, von dem ich leider nicht weiß, was das ist. So, da hinten wäre noch eine Tür. Ich glaube aber ansonsten... Ah, guck mal hier. Symbolik. In Videospielen. Ich glaube, hierfür brauche ich einen Schlüssel. Betritt die Schatzkammer, indem du einen kleinen Schlüssel am Tor einsetzt. Findest sie beim Erkunden von Räumen und Baden. Aber keinen Schlüssel, ne? Das ist benötigt, okay. Gut, das heißt, hier an dieser Stelle komme ich erstmal nicht weiter, aber ich würde mal sagen, wir gehen dann halt einfach in die andere Tür. Vielleicht haben wir da die Chance, den Schlüssel zu bekommen, die Schatzkammer zu plündern. Mal sehen. Noch mehr irgendeiner Währung. Okay, die Kiste kann ich nicht zerstören. Leider. Hier, da vorne ist der große Macker. Bam, auf die Schnauze gibt's jetzt. Ach, Gegenstände werfen, okay. Passiert, wenn ich das nehme und werfe? Achso. Wenn kein Gegner da ist, wirft das einfach weg. Auch nicht schlecht. Hä? Okay. Nee, da komme ich nicht durch. Fehlt mir was? Da drüben ist ein Herzsymbol. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich vermute mal Lebensenergie. Busch. So. Ich gehe mal zu der Tür. Vielleicht kann ich sie schon öffnen oder vielleicht fehlt mir noch wieder irgendwas. Ich habe irgendwas gehört. Ach, da hinten ist noch eine Tür. Okay. So, ich muss hier durch. Okay. Beziehungsweise wir gehen halt einfach mal durch. Ah ja. Ach, heilen. Heilen brauche ich mich gerade nicht. Ich glaube, ich habe volle Lebensenergie. Wenn ich mal meine Lebensenergieleiste so anschaue, geht es mir eigentlich recht gut. Ah, ist das ein Schlüssel? I'll keep you for later. Yes. Okay, jetzt können wir die eine Tür öffnen, die verschlossen war. Oh, noch einer. Ich weich doch aus. Das tat wie... Ah, jetzt ist meine Leiste da unten aufgeladen. Und der Handschuh leuchtet. Das heißt, dann kann ich wahrscheinlich eine Special Ability bzw. eine Spezialfähigkeit loslassen. Ich sag mal so, ich habe noch ein bisschen Lebensenergie. Ich glaube, heilen werde ich mich erstmal nicht. Sondern ich werde erstmal mit meiner Lebensenergie hier so weitermachen. Was ist das hier? Weiß ich noch nicht. Einfach mal gucken. Einfach mal rumlaufen. Können wir schon rausfinden. Scheherazade stellt mit Geschichten Segen bereit, die den Kampf verbessern. I cannot change your story. My master will not allow it. Your boss is a pain too, huh? Good to know. However, I may heighten the trauma and grant you blessings when they are deserved. Hey, ein Segen kann auf jeden Platz angewendet werden. Waffe, Amulett oder Faust. Ein Segen desselben Typs kann auf einen einzelnen Platz... Blablabla. Vergeltung Faust. Bei aktivem Effekt wird der von Feinden verursachte Schaden zurückgeworfen. Pistole. Beim aktiven Effekt wird der Feind... wird der von Feinden verursachte Schaden zurückgeworfen. Gut. Beides der gleiche. Faust. Nehmen wir Faust. Ah, jetzt haben wir unten auch ein Symbol. Wunderbar, finde ich gut.
Okay, ich glaube, hier komme ich nicht raus, ne? Das heißt, end of the line. In diesem Fall. Gut. Hier bin ich zwar noch nicht durchgegangen, aber ich würde nochmal gerne zurück zur Schatzkammer gehen. Und dann werden wir an der Stelle die Folge beenden. Hier können wir uns heilen, machen wir vielleicht nachher. Weil mich würde brennend interessieren, was in dieser Schatzkammer ist, aber das scheint... Okay, da komme ich nicht durch, aber ich glaube, es ging hier lang, ne? Die Tür ist offen. But I don't really know. Ich glaube, dass es das da hinten ist, was ich da so in der Ferne sehe. Ah, nee, hier war es, ne? Nee, Quatsch, hier kam ich her, hier sind wir gestartet. Ich glaube, die Schatzkammer war hier. Ah ja, jetzt. Geil, und noch ein Segen, wie es aussieht. Perhaps a new motivation will be of some use. Ja, nehme ich gern mit. Faust. Nochmal verbessert auf Stufe 2. So, dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Hellboy Web of Wild. Ein interessantes neues Roguelike mit der Hellboy-Lizenz. Und ich bin schon mal sehr gespannt, also... Wie gesagt, so vom Style her gefällt mir das ganz gut. Ich bin mal echt gespannt, was uns für eine Geschichte hier präsentiert wird und wie das Ganze ausgehen wird. Aber ja, ich mag, wie gesagt, Hellboy echt ziemlich gerne. Und wenn ihr auch Hellboy mögt, lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen und was ihr so von dem Spiel haltet, so der erste Eindruck. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder in der nächsten Episode. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.